Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play. Nein, zu einer weiteren GTA 5 Mod-Vorstellung. Und ja, heute haben wir natürlich wieder eine neue Mod. Okay. Und zwar habe ich da aber etwas falsch gemacht, ein bisschen. Ich hatte bei der Glock, die ihr noch kennt, hatte ich es so gemacht, dass... Wow, das hätte ich treffen müssen. Egal. Hatte ich es so gemacht, dass eigentlich ersetzt die Comet Pistol, ich habe aber die normale Pistol ersetzt. Und das geht eigentlich auch gut, weil er die eigentlich alle ziemlich gleich hält. Das gleiche habe ich jetzt bei unserem neuen Mod gemacht. Da habe ich eigentlich, sollte man die MP ersetzen, also MP5. Und jetzt habe ich die Sturm-MP ersetzt. Deshalb sieht das etwas komisch aus. Jedenfalls, also das sieht etwas komisch aus. Ich weiß nicht, ob er sie normal auch so hält. Also die Haltung ignoriert. Wir gehen nur aufs Modell ein. Und zwar haben wir heute die Fabrique Nationale P90. Die FNP90. Ja, also wie gesagt, er hält sie ein bisschen komisch. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sie falsch ersetzt habe. Aber man kann ja sowieso keine neuen Animationen reinmachen. Deshalb ist das vielleicht auch deswegen so. Vielleicht hält er sie auch normal so. Jedenfalls, da haben wir eine FNP90. Und normal geht sie eigentlich auch, bleibt stehen. Danke. So, guck, wenn man so spielt und nicht zu groß auf die Haltung achtet, dann... Aua, schubst mich raus, ja. Dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Dann sieht das auch gut aus, wenn man hier... Nur halt eben jetzt auf der First Person sieht es ein bisschen komisch aus, wenn wir mal jetzt hier rein switchen. Und das Nachladen geht natürlich auch nicht, weil eine normale Waffe halt eben hier bei GTA 5 nicht so ein Magazin hat, das oben drin liegt. Deshalb sieht das so aus. Aber er hat die Magazine unsichtbar gemacht, damit es wenigstens ein bisschen besser aussieht. So, und ja, auf jeden Fall sehen wir jetzt auch, wie sie im Kampf aussieht. Klappt eben von den Animationen gar nicht, aber ich finde, trotzdem ist sie eigentlich ganz gut. So, komm. Stürz ab. Na, da lässt der Rotor nach und gleich kommt er runter. Kommt schon immer weiter runter, oder? Ja, klar. Ah, jetzt... So, jetzt kommt er runter. Jetzt sind beide erledigt. Und tschüss. So, aber so gesehen, natürlich konnte man wieder bisher nichts an den Waffen an sich ändern. Also Magazingröße, Schaden und so. Magazingröße müssen natürlich eigentlich 50 Kugeln tragen, also 20 Kugeln insgesamt größer. Aber das ist nicht so wichtig, wie ich finde. Boah, der war schön. Wäre jetzt cool, wäre jetzt noch aufgestanden. Blieb stehen. Und ja, auf jeden Fall so gesehen gefällt mir die Waffe eigentlich. Ist ganz gut gemacht. Und da eben ist Blödes mit der Haltung und der Animation, aber da muss man einfach nur noch ein bisschen auf ein Open 4 Update warten und ein bisschen Kompatibilität von GTA. Und schon klappt das auch alles. Gut, ja, eigentlich war es das so gesehen dann auch schon zu der Waffe. Hier sehen wir sie nochmal wunderschön im Licht. Und ja, also dann Link zu der Waffe ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und es würde mich tierisch freuen, wenn ihr unten in der... Ja, wen haben wir denn jetzt erledigt? Okay. Das sind ich eigentlich... Ja, wollte schon sagen. Ziemlich lange ohne Pilot noch geflogen. Und es würde mich tierisch freuen, wenn ihr unten in der Beschreibung auf den Link zu Kingdom klicken könnt. Da kriegt ihr nämlich günstige Spiele, wie zum Beispiel Formel 1 und so weiter. Oder Metal Gear Solid, was auch immer ihr kaufen wollt. Auch GTA 5. Ziemlich günstig, etwa Hälfte des Preises. Und mit dem Code GCG nochmal 3% günstiger. Also etwa zum 47% des Preises, den es nochmal kostet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es keiner sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.